Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar zum Shinobi Practice Mode. Also es ist kein Practice Mode, aber es ist Practice Mode. Wir haben späte Stunde, es ist dunkel, mein Greenscreen funktioniert nicht, der wird auch die Tage wahrscheinlich morgen wegkommen. Genaueres erfahrt ihr vielleicht auch nicht. Wir trainieren heute, ich habe einen geilen Chroma, wir trainieren natürlich im Ranked, wir haben heute ein super hartes Matchup vor uns. Katharina, meiner Meinung nach sehr fair favored für Katharina. Im Early Game vielleicht machbar, aber ich meine, sie kann jeden meiner Sprünge, meiner Dashes, meine Knock-Ups quasi. Meine Knock-Ups kann sie immer blinken. Das heißt, wir müssen smart sein. Smart und klug. Außerdem, jeder Katharina-Spieler ist ein OTP. Das ist ein wichtiger weiterer Punkt. Ich habe mir sehr, sehr viel Material zu Yasuo reingezogen. Aktuell mache ich so, ich spiele Yasuo und wenn er gebannt ist, spiele ich Ahri immer noch. Das heißt, folgende Dinge. Gegen Katharina werden wir es jetzt erstmal so machen, wir werden... Viele Yasuo-Spieler spielen zu aggressiv, stand im Challenger-Guide. Das heißt, wir werden einfach mal ein bisschen chilly sein, ne? Ich meine, man kennt sie alle, die Yasuos, die 0-10 gehen. Ne, wir werden ein bisschen versuchen zu chillen. Wir werden versuchen, gut zu farmen. Wir werden versuchen, nicht gegankt zu werden. Das heißt, wir überlegen, wo ist der gegnerische Jungler. Werden natürlich ab und zu was machen, sowas hier zum Beispiel, ne? Also, so ein kleines Intermezzo quasi kann man mal machen. Aber wir sollten nicht übertreiben dabei, ne? Also, das ist natürlich wichtig. Schade, wenn wir ihn aber nicht bekommen. So. Wichtig ist natürlich, wir sollten gucken, dass wir ihre Dagger dashen. Elise ist hier gerade. Das heißt, sie macht gerade Wölfe oder läuft nach oben. Eins von beiden. Bedeutet, wir warden jetzt. Ich tryharde jetzt ein bisschen mehr, Leute. Ich habe richtig Bock. Also, ja, so Main zu werden. Das heißt, yo, hey, cool. Ich weiß, Elise ist hier. Ne? Schön. Ich weiß einfach, wo der Gegner am Start ist. So, hier machen wir nochmal sowas. Zack, gehen auch direkt wieder raus. Was mir natürlich absolut fehlt, ist Matchup. Ja, das heißt, oh, das war ein bisschen unglücklich. Das heißt, ich weiß noch nicht, wann ist so der Punkt, wo ich sage, okay, hey, jetzt bin ich stark, jetzt muss ich rein. Jetzt hat der Gegner einen krassen Fehler gemacht. Das alles fehlt mir noch so ein bisschen. Ja. Ansonsten, Katharina hasse ich. Denn selbst wenn Katharina 0-10 geht, irgendwann geht sie dann 110. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen, sie springt halt immer ein bisschen weg, das ist nervig. Ich habe mir auch viele Sachen zu Yasuo angeguckt, das heißt Wall Dashes. Beziehungsweise Minion Dashes. Minion Dashes habe ich mir reingezogen, das müssen wir vielleicht in dem Game auch nochmal gucken, ob das geht. Combo. Ich würde sehr, sehr gerne dieses Game mal mit Airblades anfangen. Airblades habe ich bisher noch gar nicht gemacht, tatsächlich. Guck mal hier, die kriegt komplett auf den Sack. Da könnte man eigentlich sogar eine Flash-Kombo machen. Nur, ich weiß nicht, ob mein Damage für eine Flash-Kombo reicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und, ja, nun. Okay, da habe ich mal kurz nicht auf die Map geguckt, aber, ja. Ich meine, manchmal passiert es halt, ne? Scheiße. Jetzt verliere ich Minions, das ist nervig. Aber sie verliert XP. Ich verliere Minions, die XP. Botlane müsste natürlich jetzt reinpushen. Also, ein Flash würde ich gerne machen, aber zum Beispiel hier müssen wir sagen, ich weiß nicht, ob ein Flash-Knock-Up reicht. Sie wird direkt danach wegflashen. Wird sie danach sterben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Leute, Katharina ist unten. Da müssen wir jetzt mal ganz großes Danger machen. Das heißt, wir pushen mal so hart, wie es geht, durch. Sie gehen nicht weg. Geht doch mal weg. Oh, ja. Das ist leider so. Da jetzt hinterher zu roamen, das passiert. Ja, wir dürfen nur hoffen, dass... Oh, Katha ist tot. Ich wollte gerade sagen, wir müssen nur hoffen, dass Katha nicht 100 Kills bekommt. Wir pushen nochmal eine durch. Da hätte ich vielleicht followen sollen, früher pingen sollen. Aber lass mal kurz ehrlich sein, meine Botlane hat es eigentlich ganz gut gemacht, aber die hätten auch einfach mal backing können. Hab relativ früh genug noch gepinkt. Aber ist okay. So, wir gehen mal shoppen. Wir kaufen uns Berserker-Schuhe und einen Control Ward, denn wir sind ein smarter Boy. Airblade, für alle, denen das nichts sagt, ist die Combo, dass ihr, wenn ihr den Gegner knockt, noch eine EQ auf einen Minion oder auf den Gegner selber irgendwo drauf macht und das in die Ultimate mit reinnimmt. Das heißt, ihr habt mehr Schaden. Und ihr braucht nur noch ein Q, um den Gegner, um wieder einen Sturm aufzubauen. Das ist also, sollte man eigentlich immer machen, sobald man genügend Attack-Speed dafür hat. Genügend Attack-Speed, also ich weiß es nicht hundertprozentig genau, aber ich glaube, also ich habe bei jemandem gesehen, du brauchst schon Seal und noch ein, zweimal Attack-Speed, sonst vorher klappt das glaube ich nicht. Also mehr ist auf jeden Fall einfacher, sagen wir es mal so. Ich habe natürlich die Angst, dass es failen könnte. Die Chance besteht immer, Katharina rompt wieder runter. Ja, das ist immer die Frage. Was machen wir dann? Roamen wir hinterher? Oder pushen wir durch? Da muss ich sagen, da bin ich mir immer echt uneins. Jetzt, wo die Platten genervt worden sind, ist natürlich hinterher Roam potenziell besser.
Aber ich sag mal so, ich bin AD Carry. Je mehr Farm ich aufbaue, umso besser ist das Ganze. Na, wir wollen Farm aufbauen, wir wollen Lead aufbauen, wir wollen fett werden, wir wollen nicht behind fallen. Wir wollen Vision haben. Zack, da ist ein Ward. Ich weiß gerade nicht, wo Elise ist. Das heißt, wir müssen hier kurz Auge machen. Ist sie unten gestorben? Ich glaube nicht, nee. Hab's jetzt nicht ganz gesehen. So, würde aber Katharina fighten. Was ist wichtig? Wir müssen ihre Ultimate windwallen, können auch ihre Q windwallen. Alter, die ist ja nur am Roman. Ja, dann feuern wir hier wieder durch. Würde sie gerne mal töten, aber sie ist halt... Oder zumindest versuchen, aber sie ist halt einfach nicht da. Okay, komm. Jetzt, sie geht weg. Und wir holen uns jetzt hier das Geld. Wir scalen einfach, Leute. Wir gehen einfach für den maximalen Scale. Ich würde natürlich sehr gerne das Matchup üben und sie fighten. Aber, ja, wer nicht da ist, der ist nicht da, sage ich immer. So, ich müsste gleich auch nochmal dieses, Target Champion Only machen. Das können wir live mal machen, falls es noch den einen oder anderen braucht. So, jumpen wir mal hier hin. Ja, war okay. Ne, Ult ruhig immer zünden. Hat sie natürlich jetzt nicht gekillt. Wir haben halt nicht so viel AD, aber es war ein netter Poke. So, Champions Only, Leute. Also, ihr geht hier rein. Hier runter. Und hier. Genau hier. Da habe ich jetzt... Was ist das? Ja, Y habe ich da drin. Y. Ich weiß nicht, welche Taste ich da reinmachen soll. Schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Ich könnte, wenn es jetzt kommt, ein Flash mal machen. Das muss ich definitiv üben. Das klappt bei mir noch nicht oft genug. Aber, ja, ich weiß nicht. Hier ist gerade nicht so die richtige Situation dafür, habe ich das Gefühl. Und sie pottet schon wieder wie so ein Weltmeister. Elise weiß ich gerade auch nicht, wo sie ist. Wir haben aber einen Ward. Das heißt, wir potten mal. Wir warden nicht von da, immer von hier oben warden. Und sichern uns mal komplett ab. Das heißt, wir stellen hier auch noch eins hin. Das heißt, wir wissen. Und jetzt können wir aggressiv spielen, Boys. Na, Lee Sin ist auch da. Wir bauen jetzt hier Stacks auf. Springen mal hier, springen mal da. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir nämlich jetzt hier. Und jetzt warten wir einfach. Oh nein, ich habe gar kein Ult. Oh Gott. Okay. Windwall hätte früher kommen müssen. Und ich hatte gar keine Ult. Ich dachte, ich hätte Ult. Aber ich habe sie ja vorhin erst benutzt. Warum habe ich gewonnen? Weil ich geil bin, weil ich ein Level höher bin. Oder habe ich das... Ja, kann sein, dass ich das Level gerade erst bekommen habe. Weil ich besser getradet habe, weil ich Conqueror habe. Ah, sie hat keinen Conqueror, sie hat Dark Harvest. Weil ich mehr Farm habe vielleicht. All diese Dinge. Vielleicht, weil ich Yasuo bin, man weiß es nicht. Aber es war fein. So, Yasuo ist hier, wenn der kickt, dann bin ich da. Sehr geil. Sehr geil, da kann man auch gerne mal einen guten Job droppen. Ich möchte nicht sagen, dass ich der beste Yasuo der Welt bin oder so. Wahrscheinlich der zweitbeste der Welt. Nein, Leute, also mein Yasuo, klar, ist noch nicht so ultra geil, aber ihr könnt jetzt halt mal Progress sehen. Sie hat geflasht gerade. Ich habe Flash noch, aber... wir wollen Progress sehen, das heißt, ihr seht jetzt so, ja, Tobi ist Yasuo, schon ein bisschen Gehirn dabei. Ist ein 1-0-1, das wünscht man sich eigentlich. Aber hier und da könnte noch mehr gehen, hat aber echt gute CS und so, aber Roam, die ist das, ne? Aber guck mal, wir kaufen direkt wieder ein Control Ward. Und dann irgendwann seht ihr, oh mein Gott, dieser Yasuo. Davon träume ich heute Nacht, davon kriege ich eine Latte, davon werde ich feucht. Ich möchte 6 mit ihm und 12 Kinder haben. Das ist mein Goal. Also, dass ihr das denkt. Also, dass ihr dieses Gefühl bekommt. Weil mein Yasuo einfach so unglaublich geil ist. Katharina ist halt sehr viel am Roam. Man muss aber sagen, Katharina ist ein Roam-Champ. Ich bin aber wie so eine Alarmanlage. Alarm! Alarm! Allerdings, Alarm! 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 Alarm, okay. Alarmanlage, das ist alles. Mehr mache ich nicht. Das heißt, wir gehen einfach straight jetzt mal weiter für den Push. Wir werden uns gleich aber mal revanchieren. Ja, aber da kann keiner sagen, ich habe nicht gepinkt, also. Ich meine, ich muss ehrlich sein, manchmal ist Ping... Ping reicht nicht immer, weil... Manchmal bist du einfach gerade so deep drin, dass du halt einfach... Ja, du kannst nicht einfach eben rausgehen. Du bist schon so, du musst für den Fight gehen. Aber... Ja, ich meine da, ich weiß nicht, ob das jetzt auch für die Situation zählt. Der Jax hätte da, glaube ich, schon noch was machen können. So, Katha hat jetzt aber wieder Geld bekommen. Das ist also worth, nice. Und wir haben auch richtig Turbo für Geld. So, wir machen mal den hier. So, ich würde sie fighten, aber wir machen mal, wir revanchieren uns jetzt. Wir gehen für einen Quick Roam. Pink Ward steht. Darius Roam gerade perfekt, dass wir gleichzeitig auch Roam. Das hier wird sehr schwer. Könnte eine Turbo... Leona habe ich, ist Hardcounter für mich. Weil sie mich einfach stunt und dann kann ich nicht knocken. Aber wir probieren es einfach. Let's probier. Aber ich bräuchte auch Stacks und so weiter. Ja, okay, dann machen wir es so. Ist auch okay. Ist auch okay für mich. Das ist very okay für mich. Nein, sie hat geflasht.
Oh Gott, okay, aber Leute, ja, das war... Okay, sie hat geflasht, das ist unglücklich. Ne, sonst hätte ich sie, glaube ich, auch gehabt. War fein. Warum war das so fein? Warum sind wir so stark? Weil ich sehr geil bin. Und weil ich einfach turbomäßig die Platten... Ich bin fett, Leute. Ich muss einfach farmen und strong werden. So, hier ist jetzt die Frage, geht man für 100% Crit? Geht man für mehr AD? Weiß ich nicht. Der 0815-Spieler würde jetzt sagen, ja, bau Crit. Ich mach das jetzt aber nicht, weil... Kennt ihr das, wenn ihr eure volle Combo auf jemanden macht? Dass man einfach keinen Damage macht. Das liegt daran, dass ihr zwar crittet, aber... Wenn ihr 3 AD habt, dann crittet ihr für 5 oder so. Keine Ahnung. Und das... Oder 6. Keine Ahnung, wie das jetzt genau ist. 200%, 150. Auf jeden Fall ist es nicht viel. Ihr braucht also 50 AD. Dann crittet es für 100 oder 1000 AD. Dann crittet es für 12.000. Ja, und deswegen... Ne? Ich habe einmal BF-Sword als First Item gebaut, als ja so. Kein Phantom Dance, aber BF-Sword. Es hat geprügelt wie sonst was. So, Cutter ist schon wieder unten. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen wenig Kontrolle über Cutter. Muss ich ehrlich zugeben. Aber dafür bin ich big. Very big. Und wir holen jetzt First Tower. Ja. Very First Tower. Sehr geil. So, was machen wir jetzt? I'm huge. Sorry for no roams. So, was machen wir jetzt? Ich gehe jetzt Botlane. Oder push die Neune durch. Ich glaube, ich versuche Botlane zu halten, weil ich will ja keine Plates abgeben. Wir laufen hier rüber. Gegen Leona, wie gesagt, also habe ich echt Gefühl, ist super stark gegen mich. Jedes Mal, wenn ich versuche zu knock-upen mit EQ, stunt sie mich und dann passiert nichts. So, wir werden jetzt hier... Machen wir das? Ja, doch. Ich habe Bock, ich bin ja so. Hab schon. Ja, erstmal raus, würde ich sagen. Würde aber jetzt sogar... Ah, sie ist 5-3, Leute. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Wir haben Lifesteal ein bisschen. Wir sollten vielleicht eine Windwall warten, wobei da kommt Zenor. Ist Zenor AD Carry? Nee. Ashe, go mit, sage ich einfach mal. Ist jetzt ein bisschen spät schon, aber... Ab einem gewissen Punkt sollte man nämlich als Yasuo dann... Oh, eigentlich... Zack! Ja, hätte ich gerne gehabt, aber ist fein. Oh, shit. So, das haben wir schon mal schön gedodged. Ja, so schön gespielt, Main. So. Ich habe schön ihre Dinger gedodged, habe die Coolness behalten, habe den Sturm getroffen. Nee, das war fein. Das war very fine. Ich bin natürlich strong, muss man auch. Wobei, sie ist auch 3-4 gewesen. Ich bin einfach ziemlich geil und ziemlich cool dabei auch noch. Außerdem ist der Chroma sehr, sehr geil. Also Leute, was ist hier los? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage mehr Yasuo-Games sehen. Ich weiß, nervt vielleicht, aber... Also ich weiß nicht, es macht unglaublich viel Bock. So, dass ich gerade wirklich... Leute, vielleicht der eine oder andere wird sich denken, ja, Tobi, ist echt cool, dass du jetzt so Triadest und Wards und Map-Awareness... Das kommt nur, weil ich jetzt so spiele. Das ist der einzige Grund. Mit jemandem Champion würde ich sagen, ja, ist egal. Aber wenn du bei Yasuo nicht konzentriert bist, bist du tot. Dead. D-A-D. So, wir gehen jetzt wieder Botlane. Ash, can you go mid? I split bot. Ab dem Midgame solltet ihr Botlane splitten, weil... ihr da alleine seid, ihr könnt 1v2 machen und ihr habt die Möglichkeit, wir machen das mal so, Solo-XP zu farmen und Solo-Gold. Das ist sehr, sehr wichtig. Damit ihr ein, zwei Level schön hier, guck mal, wir sind 2 Level über Miss Fortune. Jetzt muss natürlich die Ashe, ich werde ihr die Kanone lassen, aber sie muss jetzt mal weggehen. Klar, ich weiß gar nicht, ob ich die hier fighten kann, to be honest, aber Solo-XP ist Solo-XP und ich glaube nicht, dass sie mich fighten können, sagen wir es mal so. Go mit. Ich hoffe, sie versteht das. Nein, ich bin jetzt nicht harsch. Gar nicht. So, selbst wenn wir sie jetzt nicht töten. Also wir sollten aber auch nicht jetzt hier sie unterschätzen. Es ist immer noch Leona. Stunlock, dies, das. Aber ich farm Solo XP. Ja, ich weiß nicht, sie ist dumm. Kann sein, dass sie dumm ist. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Sie ist actually dumm. Rudi. Vielleicht, also ich mache nicht gerne so ein Ping, aber vielleicht versteht sie das. Okay, vielleicht versteht sie das. Kick, 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 kick. Hat er Kick? Hat er Kick? Nee, hat er nicht. Nehme ich aber gerne mit. Hat er Kick? Hat er irgendwie was? Naja, denkt, nee. Leute, ich bin konzentriert, ich gehe da gar nicht hinterher. Ash, can you go mit? So, vielleicht versteht sie es jetzt. Alter, ich bin turbo-big. Also wirklich turbo-big. Okay, was machen wir? Was müssen wir? Irgendwas blocken. Wir springen da jetzt mal hinterher. Machen mal eine Windwall hier. Machen mal einen schönen Knock-Up da. Schade, treffen nur den. Passt aber vollkommen rein. Ignite und das reicht.
Schön. Lal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 
Ne? Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss. Miau, miau.